In China ist ein hochgefährlicher Superbacillus entdeckt worden. Dieser Bakterienstamm vereint die schlimmsten Eigenschaften, die solche Superbazillen nur haben können. Er ist resistent gegen alle bekannten Antibiotika, also einer der berüchtigten multiresistenten Krankenhauskeime. Und dazu ist er auch noch hoch ansteckend und zudem tödlich. Wenn dieser Bakterienstamm sich ausbreitet, haben wir eine weltweite Epidemie, eine Pandemie. Droht jetzt also bald eine Pandemie oder ist das alles nur wieder Panikmache? Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Clixum hatte als eines der ersten Medien in Deutschland über den Ebola-Ausbruch in Afrika berichtet und als einziges Medium die Entwicklung auch kontinuierlich weiter verfolgt. Während andere sensationsgierige Publikationen schnell die Lust verloren, bisher gab es ja immer nur ein paar Tote durch Ebola, konnte nur bei uns der Verlauf der Epidemie kontinuierlich verfolgt werden. Und ich möchte hier nochmal eine Lanze für uns brechen, nur hier bei Clixum, und es war wirklich so, war dann auch frühzeitig zu erkennen, welch verheerende Entwicklung die Seuche nahm und sich zur größten Ebola-Epidemie aller Zeiten entwickelte. Mehr als 28.000 Menschen erkrankten an Ebola und mit mehr als 11.000 starben fast die Hälfte der Infizierten. Zwischenzeitlich drohte die Epidemie vollkommen außer Kontrolle zu geraten, als immer mehr Menschen immer schneller infiziert wurden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rief zum dritten Mal in der Geschichte der Menschheit den internationalen Gesundheitsnotfall aus und ließ den Einsatz nicht zugelassener und nur wenig getesteter Medikamente zu. Während schon die ersten Infizierten begannen, das Virus in den USA und Europa zu verbreiten, konnte durch den Einsatz der Medikamente und massiv durchgesetzter Isolation der Erkrankten das Virus gestoppt werden. Es war knapp. Was uns jetzt vielleicht droht, könnte schneller gehen und viel gefährlicher sein. Denn was chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt im Fachmagazin The Lancet beschreiben, ist absolut alarmierend. Bisher ist dieser Superbacillus nur in einem Krankenhaus entdeckt worden und bisher auf dieses Krankenhaus beschränkt. Aber mehrere Begleitumstände und die Eigenschaften und der Verlauf der Infektionen, die sind beunruhigend. Zitat: Der tödliche Ausbruch geschah in einer brandneuen Klinik, zitiert die Webseite NPR Forschungsseite Shenzhen. Antibiotikaresistente Keime hätten gar nicht so schnell entstehen sollen. 5 Patienten hatten sich über Beatmungsgeräte auf der Intensivstation infiziert, alle starben kurz darauf. So tragisch es auch ist, solche Infektionen sind in Krankenhäusern keine Seltenheit. Doch die Forschungsgruppe fand Alarmierendes über den neuen Keim heraus. Er ist eine Mutation von Klebsiella pneumoniae, einem Bacillus, der bereits als multiresistent bekannt ist. Nichts hilft gegen diese Bakterie. Im September starb eine Frau in den USA an diesem Bacillus. Alle 26 zugelassenen Antibiotika hatten nicht gewirkt. Die Bakterie war gegen alle resistent. Angesteckt hatte sich die Patientin wahrscheinlich in Indien, wo sie wegen eines Oberschenkelhalsbruches behandelt worden war. Am Ende starb sie an einer Blutvergiftung in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Nevada. Doch die neue Mutation der Bakterie ist jetzt noch gefährlicher. Zitat: Die Krankheit schreitet schnell fort, so Chen. Sie beginnt in den Lungen und infiziert dann andere Organe wie die Leber und endet dann tödlich. In den USA war es eine Rentnerin, die an dem Keim starb. In China sind mit etwas über 53 Jahren deutlich jüngere Menschen gestorben. Der neue Erreger hat damit alle Eigenschaften eines Superbacillus. Er ist hochinfektiös, greift junge und gesunde Menschen an und ist tödlich. Und es geht Schlag auf Schlag. Am gleichen Tag erschien ein weiterer Artikel der Kollegen und Epidemiologen Liang Chen und Barry Cryforth im Magazin The Lancet. Zitat: Die Untersuchung zeigt ein alarmierendes evolutionäres Ereignis. Wenn wir seine Ausbreitung nicht schnellstmöglich stoppen, kann es zu einer globalen Epidemie des antibiotikaresistenten und hochansteckenden Erregers kommen. Der Vollständigkeit halber, es soll in den USA ein Medikament geben, das vielleicht gegen den Erreger helfen könnte. Allerdings ist es noch nicht auf seine Wirksamkeit getestet worden. Und es muss auch bei einem Ausbruch in riesigen Mengen hergestellt werden. Das ist also alles noch ziemlich ungewiss. Das ist im Moment der Stand. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video zur Entwicklung der Krankheit verpassen wollt und auch zu allen weiteren Themen, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr auch über die neuen Videos informiert. Hier geht es weiter mit den Videos zu Ebola, wenn ihr die Entwicklung nochmal verfolgen wollt. Das war absolut dramatisch, unbedingt draufklicken, dann könnt ihr auch die Entwicklung in diesem Fall besser beurteilen. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.